Hallo und herzlich willkommen bei Na Servus, das Wetter auf Servus TV. Heute geht es um einen richtigen Übeltäter und zwar um ein Unkraut. Das ist die Ambrosia, auch bekannt als Ragweed oder Traubenkraut. Diese Pflanze, die steht jetzt im September gerade in ihrer Hauptblütezeit und ist ein Schrecken für alle Allergiker. Besonders davon betroffen ist der Osten Österreichs, deshalb sind wir heute in der Bundeshauptstadt Österreichs in Wien. Die Biologin Ivana Milakovic, die beforscht dieses Thema schon seit einigen Jahren und schreibt gerade eine Doktorarbeit zum Thema Ragweed-Bekämpfung. Hallo Ivana. Oh, hallo. Grüß dich, hallo. Was machst denn du da gerade? Naja, ich schaue gerade, wie weit die Blüten dieser Pflanze entwickelt sind. Dieses Ragweed, das gibt es ja schon seit längerem hier bei uns. Aber wie ist denn das überhaupt zu uns gekommen? Eigentlich kommt das Ragweed aus Nordamerika ursprünglich. Es wurde nach Europa importiert durch importiertes Saatgut und tierisches Futter. Und so ist es eigentlich zu uns gekommen. Und wie kommt jetzt das Wetter ins Spiel? Die Pflanze wächst gern dort, wo es ihr warm ist. Also in Ungarn zum Beispiel gibt es sie schon viel und in Österreich gibt es sie schon überall dort, wo es schon warm ist. Mhm. Man kann davon auch ausgehen, wenn es in Österreich jetzt eine Klimaerwärmung zustande kommt, dann wird es auch mehr passende Standorte geben, wo das Ragweed schön wachsen kann. Ja, was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, das sind Pflanzen von einem Versuch, die wurden ausgesetzt. Keine natürliche Population. Aber sonst passende Standorte, da wo sie oft vorkommt, das ist an der Straße, am Ufer, sehr viel in den Äckern auch. Und eigentlich überall dort, wo das Mensch in die Natur eingreift, wo das Boden immer wieder durchgearbeitet wird. Kannst du mir da einen Standort hier in Wien zeigen, wo es besonders gut wächst? Ja, da hätte ich einen netten. Ja? In der Neuen Donau. Ja, super. Geh mal hin. Ja. Ah, schau, Ivana. Da habe ich schon was gefunden. Da hast du den gewöhnlichen Beifuß erwischt. Ach so? Ja. Das ist nicht die richtige? Nein. Aha. Das wundert mich gar nicht, weil das ist eine Pflanze, die sehr ähnlich ausschaut zu Ragweed. Und das ist auch die, die am häufigsten verwechselt wird. Und wenn du dir ein Blatt mitnimmst, dann zeige ich dir, die Blätter schauen auch ganz ähnlich aus zu Ambrosia. Aber da haben wir eine Ambrosia. Ach, da ist eine? Dann zeige ich dir den Unterschied. Das ist jetzt dieses Ragweed. Genau, das ist das Ragweed. Wenn du dir die Blätter jetzt anschaust, die sind genauso gefiedert wie die Blätter von Beifuß. Kannst du die da drauflegen? Ah ja, die schauen eigentlich ganz ähnlich aus, ja. Wenn du die aber umdrehst, dann siehst du, die Unterseite ist in einem Fall ganz weiß. Ragweed hat das, ist genauso grün unterseits, blattunterseits wie blattoberseits. Was macht denn jetzt Ragweed so gefährlich? Weil es ein sehr aggressives Pollen besitzt und sehr viele Allergien und Asthma auslöst. Wie viel Pollen kann denn jetzt so eine Pflanze aussenden? Also eine einzige Pflanze kann bis 1 Milliarde Pollen produzieren. 1 Milliarde? Ja. Das ist aber viel. Das ist riesig, wenn du dir bedenkst, dass pro 1 Kubikmeter Luft rein 11 Pollenkörner schon reichen für eine starke Pollenbelastung. So, da haben wir jetzt eine Europakarte aus dem Jahr 1990 und da sieht man, dass die Pollenbelastung noch sehr klein war. Hier sind Teile Frankreichs betroffen und auch Teile Südosteuropas, Ungarn am stärksten, Rumänien und auch das ehemalige Jugoslawien war davon betroffen. Jetzt 2005, die Karte, die schaut schon ganz anders aus. Ja, also da sieht man schon, dass die Situation schon viel dramatischer ausschaut. Die Pollenbelastung ist schon sehr hoch, quer durch Europa. Was man an der Karte auch noch sehr schön sieht, das ist diese starke Pollenbelastung in Skandinavien. Dadurch sieht man, dass das Pollen irgendwie über ganz große Distanzen transportiert werden kann, weil man weiß, dass hier in Skandinavien die Pflanze noch gar nicht wächst. Und das liegt natürlich am Wind und von windigem Wetter gibt es hier in Wien natürlich genug. In so einem Sonnenblumenfeld, da fühlt sich das Ragweed auch ganz wohl. Ja, genau, da wächst es besonders gut, weil in einem Sonnenblumenfeld kann man das Ragweed chemisch gar nicht bekämpfen. Das heißt, wenn man jetzt die Ambrosia da wegspritzen würde, dann würde man die Sonnenblume auch töten. Das hat auch mit dem Klima zu tun. Schauen wir uns das mal an der Tafel an. Hier liegt Wien und das liegt an den Ausläufern der Alpen. Und das Wetter hier wird vor allem von dem ungarischen Klima beeinflusst. Ja, genau. Also in Wien, bei schönem Wetter, haben wir sehr oft einen Südostwind. Der kann auch die Pollenmengen von Südosteuropa mitbringen. Zum Beispiel in Ungarn ist das Klima wärmer und dort fangen die Pflanzen an, es kann schon sein, 2 oder 3 Wochen früher an zu blühen.
Und in dem Moment kann man durch den Wind eigentlich die Pollenbelastung in Wien schon auch spüren, auch wenn die Pflanze noch vor Ort gar nicht blüht. Also windiges Wetter ist sehr schlecht für Allergiker. Also windig und trocken und schön ist schlecht, genau, weil da die Pollenfreisetzung am größten ist. Mhm. Was wäre denn dann gutes Wetter? Bei Kälte und bei Regen wird das Pollen nicht freigesetzt. Und da freuen sich die Allergiker. Vielen Dank, Ivana. Bitte? Viel gelernt heute über das Ragweed. Mir kommt vor, ich spüre schon so ein Jucken in der Nase. Vielleicht reagiere ich darauf. Am besten, ich mache einen Allergietest. Ich bin jetzt hier am Allergiezentrum in Floridsdorf und hier wird Dr. Felix Wandke einen sogenannten Pricktest mit mir machen.